Eine der wohl ältesten Spielfiguren aller Zeiten. Pac-Man. Angefangen 1980 auf Arcade-Automaten, ist Pac-Man heutzutage eines der bekanntesten Spiele jemals. Ganz ehrlich, jeder kennt Pac-Man. Aber wusstet ihr, dass die Reise von Pac-Man nach dem Arcade noch weiterging? Pac-Man hat zahlreiche Spiele auf den Heimkonsolen bekommen, nur leider kennt die keinen Schwanz. Und in diesem Video wollen wir klären, was das für Spiele waren, warum sie gefloppt sind und vor allen Dingen, was alles zum Absturz von Pac-Man geführt hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Um das erstmal festzuhalten, Pac-Man ist nicht tot. Bis heute kommen noch Spiele mit Pac-Man raus. Aber es geht darum, dass sich wirklich niemand mehr für diese interessiert. Ich meine, habt ihr schon mal von Pac-Man Mega Tunnel Battle gehört? Nein? Na, ich auch nicht. Aber es hat scheinbar mal auf Google Stadia existiert und soll dieses Jahr noch für die Nintendo Switch sowie PS5 und Xbox Series X released werden. Und selbst nach diesem Release wird sich kein Arsch dafür interessieren. Aber genug davon. Beginnen wir am Anfang der Spielereihe. Pac-Man. Jeder kennt das Spielkonzept, oder? Pac-Man muss diese leuchtenden Kugeln hier essen und darf sich nicht von den Geistern erwischen lassen. Allein die allererste Arcade-Version von Pac-Man wurde bis 2010 noch portiert. Und zwar auf das Windows Phone 7? Und wieder frage ich mich, wer zum Teufel danach gefragt hat. Naja, egal. Die Arcade-Version hat dann noch mehrere Sequels bekommen, zum Beispiel Miss Pac-Man, Mr. und Mrs. Pac-Man, Super Pac-Man, Baby Pac-Man, Pac-Pal und noch so viele mehr. Wer so viele verschiedene Versionen von Arcade Pac-Man gebraucht hat? Bestimmt irgendwer. Aber irgendwann verlagerte sich der komplette Gaming-Markt. Weg von den Arcade-Automaten und hin zu den Heimkonsolen. Nachdem man sich 1984 erstmals dazu entschieden hat, das originale Pac-Man auf den NES zu portieren, weil warum eigentlich nicht, kam das erste Pac-Man-Spiel, welches sich nicht an der alten Formel bedient hat. 1993 für den SNES und den Sega Mega Drive raus und 2008 dann auch nochmal für die Wii? Pac Attack. Und Pac Attack ist eigentlich einfach nur Tetris. Ich meine, schaut euch das mal an. Mehr ist das nicht. Aber es war Pac-Mans erster Schritt in die große Videospiellandschaft. Und, oh boy, Pac-Man hat viele verschiedene Schritte gemacht. Zum Beispiel Pac-Man 2, The New Adventures. Vom Namen her könnte man denken, dass es ein direkter Nachfolger zu einem Arcade-Pac-Man ist. Aber nix da. Bei diesem Spiel handelt es sich um ein 2D-Adventure mit Point-and-Click-Elementen, in dem Pac-Man Quests lösen muss. Leider ist das Point-and-Click nicht so gut umgesetzt wie in zum Beispiel Bernd das Brot und die Unmöglichen. Aber wer darüber mehr wissen will, klickt einfach auf das Video in der Endcard. Kommen wir aber mal zum letzten Pac-Man-Spiel für die SNES. Pac in Time. Die Geisterhexe hat Pac-Man in die Vergangenheit geschickt. Nach 1975, um genau zu sein. Er muss nun 50 Level bestehen, um wieder zurück in die Gegenwart zu kommen. Und ganz ehrlich, das klingt mega cool. Es ist zwar ein sehr durchschnittlicher Plattformer, aber wenigstens besser als Sonic. Aber 1999 kam dann die große Bombe. Der Start der besten Pac-Man-Spielereihe überhaupt. 1999 kam Pac-Man World auf die PlayStation. Und tatsächlich ist Pac-Man World ein ziemlich, ziemlich gutes Spiel. Pac-Mans Freunde werden entführt und er muss sie von diesem Viecher retten, der sich aber nur als Geist rausstellt. Das ist so unfair. Du hast alles ruiniert. Niemand mag Geister. Ja. Das Spiel ist wirklich cool. Pac-Man hat viele verschiedene Fähigkeiten, aber auch die Level, in denen er sich bewegt und die Rätsel sind richtig cool gemacht. Und dann kam 2002 der zweite Teil für die PlayStation 2. Ich habe noch nie in meinem Leben so oft das Wort 2 benutzt. Und nimmt einfach alles und macht es nochmal viel besser. Die Story ist von dem armen Geist hier, der nur Freunde will, zu den anderen vier Geistern, Blinky und so, die den großen Spooky von der Versiegelung befreit haben und er nun die ganze Welt zerstören will, mutiert. Boy, that escalated quickly. Naja, wie dem auch sei. Das Gameplay ist auch hier mal wieder extrem gut und macht auch wirklich Spaß. Sie haben einfach die Formel vom ersten Teil genommen und verbessert. Und danach kam 2005 der letzte Teil der Pac-Man World Trilogy. Pac-Man World 3.
Und dieses Spiel hat komplett reingeschissen. Das ist wohl der langweiligste 3D-Plattformer, den ich in meinem Leben gespielt habe. Und ich habe Ninja fucking Bradman gespielt, okay? Dieses Alien hier auf jeden Fall kann mit einer Maschine in die Spektralwelt eindringen. Dieses nun kollabiert und es gibt nun eine Tonne von Gegnern in der echten Welt. Jetzt muss Pac-Man sich mit den Geistern aus dem ersten Teil zusammenschließen, um die Welt zu retten. Und ich könnte es natürlich versuchen, schön zu reden. Oder ich sag's einfach raus. Spiel ist kacke. Die Rätsel sind sehr basic und auch sehr langweilig. Man hat sich rein gar nichts Neues getraut und generell ist das Spiel extrem träge. Was so extrem schade ist, nachdem der erste und zweite Teil so gut waren. Da hätte ich mich auch über einen guten dritten Teil gefreut. Aber leider wurde daraus nichts und auch die Verkaufszahlen waren nicht unbedingt der Renner. Pac-Man World 1 und 2 verkauften sich beide jeweils ca. 1,5 Millionen Mal. Klingt erstmal nicht schlecht, aber Pac-Man World 2 wurde ja, wie wir wissen, für die PlayStation 2 veröffentlicht. Und wenn wir bedenken, wie oft sich die PS2 verkauft hat, dann sind diese Verkaufszahlen nicht sonderlich gut. Aber Bandai Namco ließ sich nicht lumpen und versuchten neben einem Haufen Partygames und so ein Schmarrn erneut einen Versuch im Bereich der 3D-Plattform. Pac-Man und die Geisterabenteuer 1 und 2. Der letzte Versuch bisher von Bandai Namco, Pac-Man wieder in den Mainstream zu hieven. Dieses Spiel basierte auf die TV-Serie Pac-Man und die Geisterabenteuer, welche von 2013 bis 2015 auf Disney XD lief. Was zum Teufel ist Disney XD? Wie dem auch sei, zu beiden Spielen kann man nicht so extrem viel sagen, um ehrlich zu sein. Ich denke, diese Bewertungen hier sprechen für sich. Der erste Teil kommt gerade so auf 50, der zweite Teil auf 60 Punkte beim Metascore. Und das ist absolut schlecht. Aber das spiegelt die Spieler auch absolut wider, ehrlich gesagt. Zwei Spiele mit den gleichen Mechaniken, nur mit anderen Leveln und paar abgewandelten Storylines. Das ist wie das New Super Mario Bros. Prinzip, nur dass New Super Mario Bros. Wenigstens noch Spaß gemacht hat. Diese zwei Spiele sind einfach nur echt langweilig und da hilft auch die schlechte Synchro in den Cutscenes nicht. I mean, ehrlich, hört euch das mal an. Sir C, we're here! We got here as fast as we could. It sounded important. Why would Sir C call us and then not be here when we showed up? Das ist nicht mein Pac-Man! Mach wieder Waka Waka bitte! Waka Waka! Wo waren wir? Ach ja! Die Spiele sind scheiße gewesen. Der letzte Versuch, Pac-Man wieder zurück in den Mainstream zu bringen, sind gescheitert. Und was kam danach? Danach kam neben einem Pac-Man Battle Royale für die Stadia und Pac-Man 99 nicht mehr sonderlich viel. Es gab 2022 noch das Remake von Pac-Man World 1, welches im Sommer erschien, aber das war's auch soweit. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, Pac-Man ist nicht tot, denn es kommen noch Spiele mit Pac-Man in der Hauptrolle. Aber es gibt ein anderes Problem. Die Verkaufszahlen. Während Pac-Man World 1 und 2 jeweils 1,5 Millionen Verkäufe erzielen konnten, gibt es zu Pac-Man und die Geisterabenteuer nicht mal offizielle Zahlen. Spekulationen zufolge kommt der erste Teil auf ungefähr 200.000 verkaufte Einheiten. Bestätigen konnte ich das aber nicht. Das Remake zu Pac-Man World hat auch keine offiziellen Zahlen, scheint aber mal in den eShop-Charts auf Platz 17 gewesen zu sein. Also werden die Verkaufszahlen wahrscheinlich insgesamt sich zwischen 1 und 1,5 Millionen Verkäufen ansiedeln. Was auch nicht wirklich viel ist. Ich meine ernsthaft, die Nintendo Switch hat sich 120 Millionen Mal verkauft. Da wären solche Verkaufszahlen wirklich nicht gut. Aber diese Zahlen sind sogar nur Spekulation. Sprich, es könnte mehr, aber auch weniger sein. Gut, ich habe euch jetzt gerade mit Zahlen erschlagen. Aber was ist der Grund für die schlechten Verkaufszahlen? Was ist der Grund, warum Pac-Man von einem der beliebtesten Videospiele jemals zu einer Underground-Spielereihe mutiert ist? Ich denke, das Ganze hat zwei Gründe. Zum einen hat Bandai Namco zu viel versucht. Sie haben Pac-Man in jedes Spielgenre geschoben, was ihnen eingefallen ist. Sie haben ein Rätselspiel gemacht, ein Point-and-Click-Adventure, 2D-Plattformer, 3D-Plattformer, Battle-Royale-Spiele und vieles mehr. Das, was bei Mario geklappt hat, ist bei Pac-Man kläglich gescheitert. Mario hat es geschafft, sich als Marke zu integrieren und universell einsetzbar zu werden. Pac-Man hat dabei versagt. Das lag zum einen daran, dass für die Pac-Man-Spiele kaum Werbung gemacht wurde. Zum Beispiel das Pac-Man World Remake, Pac-Man World Repack, wurde nur in der Nintendo Direct 2022 angekündigt und danach einfach gedroppt, ohne irgendeine Art Werbekampagne oder ähnliches. Außerdem sind die Spiele, die Bandai Namco gemacht hat, entweder durchschnittlich, darunter oder einfach in der Masse untergegangen. Weil ernsthaft, brauchen wir noch einen weiteren generischen 3D-Plattformer in der heutigen Zeit? Ich denke nicht. Und der zweite Grund für das Scheitern von Pac-Man ist wie gesagt der Mangel an Werbung. Die Spiele wurden angekündigt und released. Aber Werbung für die Spiele fehlte einfach. Wie soll ein Hype aufkommen, beziehungsweise hohe Verkaufszahlen erzielt werden, wenn das Spiel basically geshadowdropped wird? Das ergibt einfach keinen Sinn.
Mit Pac-Man World 1 bis 2 hätte man den Durchbruch für die Pac-Man-Reihe schaffen können und auch Pac-Man in den Gaming-Markt etablieren können. Leider fehlte das Marketing für diese beiden Spiele komplett und der dritte war dann leider auch noch ein Griff ins Klo. Ich denke, diese Trilogie war die größte Chance für Bandai Namco, Pac-Man wieder relevant zu machen und ich denke, das wissen sie auch. Sie haben nicht ohne Grund eine verbesserte Version von Pac-Man World 1 2022 rausgehauen. Und vielleicht bekommen wir auch noch eine verbesserte Version von Teil 2 und 3. Und wenn sie dann ein bisschen die Marketing-Trommel anwerfen, wer weiß, ob Pac-Man vielleicht wieder relevant wird. Aber das steht in den Sternen. Was sagt ihr? Wird Pac-Man jemals wieder so bekannt wie zu seinen Arcade-Zeiten? Oder kann sich Pac-Man nicht mehr von seinem Absturz erholen? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Auf dem Weg dorthin könnt ihr gerne das Video bewerten und ein Abo dalassen, um nichts mehr zu verpassen. Und danke für euren kranken Support. Wirklich, ich weiß euren Support und vor allem den letzten Videos echt sehr zu schätzen. Da würde ich aber sagen, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Und das war der Absturz von Pac-Man.